Und wieso machst du dann nicht einfach Fenster auf im Schlafzimmer? Hey Leute, was geht? Hier das Mittwoch angekündigte Special-Video. Ein jeder kennt, die Idee ist von Heimburg. Heimburg fängt einfach mal an, ich komme dann direkt danach. Mui. So, um was ich euch jetzt hier noch heute mit auf dem Weg zu geben habe, wäre diese Situation, wenn man mal Wäsche wäscht und diese dann irgendwie zu Hause versucht aufzuhängen. Also an alle da draußen, die jetzt zuschauen und leider nicht mehr das Glück haben, dass das die Mami macht, ja, so wie das gerne auch bei mir die Mami gemacht hat, sondern wenn man selbst in einer eigenen Wohnung wohnt und die Scheiße selbst waschen muss und aufhängen muss, dann wird auch jeder sich mal die Frage gestellt haben: Oh, wo hänge ich denn jetzt die Wäsche up? Im Grunde ist es ja egal, ob man jetzt in einer Wohnung wohnt oder einem Haus wohnt. Diese drei Konflikte, die sich da auftun, sind im Grunde immer dieselben. Es gibt dann die Variante 1. Ich hänge die Wäsche einfach ins Schlafzimmer. Das Problem ist aber bei der ganzen Sache, wenn man die ganze beschissene Wäsche auf dem Wäscheständer ins Schlafzimmer packt, dann spätestens in der darauffolgenden Nacht, wenn man denn da auch pennen muss, so ziemlich 1000 Tode stirbt, weil man absolut keine Luft mehr bekommt in dieser subtropischen Luftfeuchtigkeit. Der schlaue und clevere Zuschauer da draußen wird sich jetzt wahrscheinlich gedacht haben: Und wieso machst du dann nicht einfach Fenster auf im Schlafzimmer? Dem kann ich allerdings nur sagen, dass gerade jetzt da draußen bei den Temperaturen, die so richtig schön mollig sind, das ziemlich scheiße ist, mit offenem Fenster zu schlafen. Da stellt sich also mir die Frage: Sterbe ich eines Erstickungstodes oder erfriere ich einfach? Es gibt aber natürlich auch Variante 2. Ich pack die Wäsche einfach irgendwo anders hin in der Wohnung. Hierbei kann ich euch nur sagen, dass ich das auch schon probiert habe, weil ich ja auch nicht auf den Kopf gefallen bin. Ich aber hier wieder das sogenannte Fensterproblem habe. Mache ich das Fenster auf, kühlt die Wohnung entweder aus wie irgendein Kellerloch oder am besten ich lasse noch irgendwo eine Flasche Cola da stehen mit offenem Fenster nachts im Winter, dass die auch noch einfriert. Oder ich lasse das Fenster zu und mache diesen Raum quasi zum absoluten Puff. Zimmer. Denn wenn ihr schon mal Wäsche in einen geschlossenen Raum gestellt habt, über Nacht zum Trocknen mit geschlossenen Fenstern, dann wisst ihr ungefähr, was ich meine. Ihr kommt in dieses Zimmer rein und das Zimmer bzw. auch die beschlagenen Fenster sehen ungefähr so aus, als wäre man gerade in so eine Gangbang-Höhle reinspaziert. Also, zumindest ging mir das mal so, dass ich mal in so ein Zimmer rein bin mit beschlagenen Fenstern und ich dann so diese Titanic, Jack und Rose, ach, lass doch mal im Auto vögeln, Situation durchleben musste. Jack! Jack! Oh, Baby! Also alle da draußen, die jetzt Titanic gesehen haben mit Leo, DiCaprio, Dingenskirchen und so, die wissen genau, welche Szene ich meine. Und es ist auf jeden Fall nicht schön, wenn bei sich zu Hause irgendein Zimmer auch so ungefähr diese klimatischen Bedingungen hat, wie das Fickerei-Auto von Jack und Rose. Und zu guter Letzt die Alternative 3. Ich stelle die Wäsche einfach nach draußen. Auch ganz schlecht. Habe ich schon versucht. Und jedes Mal, wenn ich Wäsche draußen auf dem Balkon stelle oder von mir aus, wenn ihr ein Haus habt oder eure Eltern und ihr habt einen Garten oder so und ihr stellt es draußen, ich garantiere euch, es wird immer regnen, wenn die Wäsche draußen steht. Ich meine, sowas Ähnliches kommt mir gerade so bekannt vor, mit meinem Auto waschen. Egal, auf jeden Fall erlebe ich immer das Phänomen, dass ich die Wäsche draußen auf dem Balkon stelle und es dann anfängt zu schiffen. Und ich nicht verstehen kann, warum es denn nicht einfach ein paar Stunden später regnen kann. Egal. Mein heutiges Jeder-Kennt-Thema, das ich ansprechen darf, ist Schlangen an der Kasse beim Einkaufen. Jeder kennt's. Man hat gerade seinen Kram eingekauft, freut sich voll auf zu Hause, hat vielleicht was ganz Leckeres gekauft und denkt sich, geil, das vernasche ich jetzt ultra hart und dann kommt, wenn ich zu Hause bin, wird das verknuspert. Und man kommt an die Kasse und von ungefähr 1000 Kassen sind zwei offen. Links und rechts. Und die sind ziemlich voll. Und die Frage ist, wo stelle ich mich an? Links oder rechts? Also vielleicht, man guckt genau hin und denkt sich, die links ist ein Schritt weiter, ist ein Schritt schneller. Ich gehe da hin, man entscheidet sich also für die linke Kasse. Man stellt sich hin und wartet erstmal ein bisschen. Also am Anfang ist man ja noch ziemlich geduldig, würde ich mal so behaupten. Also ich zumindest. Dann geht aber plötzlich die andere Schlange schneller voran. Und man denkt sich, habe ich eine Fehlentscheidung getroffen? Habe ich mein Leben jetzt verwirkt? Naja, man kann dann noch aufholen. Man wartet ein paar Minuten und tatsächlich geht es in der eigenen Kasse auch meinetwegen Kunden weiter. Dann linst man einfach mal nach vorne, so die Schlange guckt sich so an, was eigentlich da so vor einem steht, was für eine Meute. Und dann sieht man, dass da vorne noch eine alte Frau vielleicht steht, die mit einem Sack Münzen bezahlt. Und dann ist er natürlich richtig hart. Ich darf keine Schimpfwörter sagen.
dann ist man natürlich richtig hart arm dran. Da steigt langsam die Wut, ne? Dann steigt langsam die Wut, man denkt sich, fuck, ich will doch nur schnell was einkaufen. Man hat vielleicht noch nicht mal einen Wagen, man hat nur eine Packung Chips und ein Päckchen Dildos oder Kondome. Und man steht da und wartet und das geht nicht voran. Das geht einfach nicht voran. Dann hat man vielleicht noch ein Kind vor sich, das so im Wagen sitzt, zu einem hin, ne, der Nase bohrt und einen so anguckt und einen tritt mit dem Fuß. Und die Mutter steht vorne und tritt den Vordermann, keine Ahnung, irgendwoher muss das ja kommen bei dem Kind. Wechselt man dann die Spur? Wie macht ihr das? Denkt ihr dann vielleicht, ja, vielleicht gehe ich rüber in die andere Spur, da ist kein Kind, das mich tritt, da geht's schneller, da ist keine Oma, die mit Münzen bezahlt, da ist vielleicht nur ein Besoffener oder ein Penner oder sowas, der ein bisschen stinkt. Aber sonst ist alles cool, also wie geht ihr da vor? Ich weiß dann nicht, was ich machen soll. Also bei mir ist es so, ich bleib dann tatsächlich einfach dort stehen, wo ich stehe, weil ich einfach auch kein Aufsehen erregen will und jetzt nicht noch rumdrücken will. Und wenn man dann wechselt, geht plötzlich die Schlange, an der man davor war, weiter. Und dann rastet man richtig aus. Und bevor man dann den Laden ausraubt, bleibt man lieber links oder rechts halt eben stehen und wartet ab. Also wie macht ihr das? Heimburg, wie machst du das? Mensch, daheim in deiner Burg. Also Heimburg, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Und ich freue mich, dass du auch bei mir zu Gast, also jeweils, ne, und sowas. War cool. Gerne öfter. Ich hoffe euch, also den Zuschauern von Heimburg, hat es gefallen. Ich hoffe meinen kleinen Zuschauern, dem von Killer Lee, hat es auch gefallen. Und ja, ich weiß nicht, ob jetzt hier eine Abmoderation dabei sein soll. Ich mach's einfach mal, ne? Gute. Alle hopp, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt und ciao, ciao.